Du hast noch nie das Meer gesehen? Noch nie? Nein. Noch nie habe ich das Meer gesehen. Bis vor einiger Zeit wusste ich noch nicht einmal, was das ist. Das Meer. Dort, an diesem Ort, gibt es ganz viel Wasser. Man kann sehr weit in die Ferne sehen. Neue Gerüche umwehen einen unaufhörlich. Aber vor allen Dingen soll man dort Träume haben. Träume wie nie zuvor. Ich muss ihn finden, diesen Ort. Endlich mal wieder richtig austoben. Endlich mal wieder richtig träumen. Von einer schönen Wölfin vielleicht? Wie sagte sie noch? Du musst immer an dem großen Fluss langlaufen. In die Richtung, wie das Wasser fließt. Und irgendwann kommst du dorthin. Ans Meer. Hier bin ich richtig. Hier muss es sein. Das könnte mein Lieblingsplatz werden. Jetzt brauche ich einen ruhigen, kühlen Schlafplatz. Zuvor.
schläfst. Dann erzähle ich dir gleich eine Geschichte über unsere Vorfahren. Vor 65 Millionen Jahren. Vor 65 Millionen Jahren. Gegen Ende der Kreidezeit lebten im Schatten der Riesenechsen die wesentlich kleineren Mesochyniden. Ihre Größe sollte ihnen aber beim Überleben nicht von Nachteil sein. Im Gegenteil. Die Wolfsähnlichen unter den frühen Säugetieren waren das Nachtleben irgendwann leid und beäugten die großen Saurier nun auch tagsüber. Hatte dieses respektlose Verhalten vielleicht damit zu tun, dass sie ahnten, die Herrschaft über die Erde von den Reptilien bald zu erben?